Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein Jahr Rot-Grün in Niedersachsen, zwei Jahre Ampel im Bund. Da wünscht man sich fast schon Angela Merkel zurück. Vom Januar bis September gab es in Niedersachsen 1003 Unternehmensinsolvenzen. So ein Wert wurde letztes Jahr erst im November erreicht. Dieses Jahr zwei Monate früher. Dies scheint wohl der von der Landesregierung vielfach erwähnte Turbo zu sein. Bundesweit wird laut der Wirtschaftsauskunft Credit Reform mit über 18.000 Unternehmensinsolvenzen gerechnet. Dieser Wert kommt dem von 2019 sehr nahe. Wirtschaftlich sind wir noch von Vor-Corona-Zeiten weit entfernt, doch bei Insolvenzen schon beinahe gleich auf. Am härtesten trifft es mittelgroße Betriebe mit 76% mehr Insolvenzen als im Vorjahr. Laut einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer ist die Innovationsbereitschaft der Unternehmen dieses Jahr auf den niedrigsten Stand seit der ersten Erhebung 2008 gesunken. Die Bereitschaft für Investitionen im Ausland bei Forschung und Entwicklung ist dagegen gestiegen. Laut einer Mitgliederumfrage des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall leiden Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie sehr stark unter Bürokratiedruck, der in hohem Personalaufwand, langsamer Umsetzung von Projekten und Gewinneinbußen resultiert. Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander kommentiert das Umfrageergebnis mit: Die Umfrage zeigt den Grad der Entfremdung von Wirtschaft und Politik sehr deutlich. Meine Damen und Herren, eindeutiger kann man Ihre Fehlpolitik nicht beschreiben. In Ihren Ausführungen sprechen Sie immer von Worthülsen wie Klimaneutralität und Nachhaltigkeit und fahren mit Ihren Maßnahmen unsere Wirtschaft an die Wand. Selbst Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagt mittlerweile, wenn die Ampel all das, was sie sich klimapolitisch vorgenommen hat, umsetzt, kann Deutschland international nicht mehr mithalten. Weiter sagt er: Ich hoffe, dass politische Zielsetzungen in Frage gestellt und grüne Projekte der Ampel jetzt zurückgestellt werden. Sie passen nicht mehr in die Zeit und schwächen den Wirtschaftsstandort. Vielleicht hören Sie denen ja einfach mal zu, wenn Sie uns schon nicht zuhören wollen. Wir sagen es Ihnen schließlich seit Jahren. Ein weiteres Zitat vom stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der BDI, Holger Lösch, lautet wie folgt: Spätestens mit der Energiekrise sind deutsche Strompreise im internationalen Vergleich nicht mehr wettbewerbsfähig. Ein kurzer Rückblick. Am 15. März 2011, vier Tage nach der Katastrophe in Fukushima, beschloss die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel von den Grünen, ich meine von der CDU, ist ja mittlerweile das Gleiche, die hiesigen Kernkraftwerke nach und nach abzuschalten. Und das Ergebnis ist, dass wir mittlerweile dreimal höhere Strompreise zahlen als die internationale Konkurrenz. Japan, Herr Tonne, hat übrigens nicht seine Kernkraftwerke abgeschaltet. Ihre irrationale Schlussfolgerung: Sie setzen alles auf eine Karte. Wetterabhängige Energien. Unsere Anfrage in Drucksache 19/2492 hat ergeben, dass Sie durch das Abschalten des letzten Kernkraftwerkes in Niedersachsen etwa 11 Terawattstunden an jährlicher Stromerzeugung abrupt beendet haben. Die Stromerzeugung aus Windenergie ist dagegen in zwei Jahren nur um rund 2 Terawattstunden gestiegen. In 5 bis 10 Jahren hätten Sie damit das Kernkraftwerk im Emsland ausgeglichen, weitere 5 bis 10 Jahre für das Ende 2021 abgeschaltete Kernkraftwerk in Grohnde. In der Zwischenzeit wandert die deutsche Industrie ab und die Bürger bezahlen für völlig überteuerten Strom. Wir sind mittlerweile abhängig von Stromimporten aus dem Ausland und ich wiederhole es für Sie gerne erneut: Strommangel führt zu hohen Stromkosten, führt zu Deindustrialisierung. Auffangen wollen Sie diesen Strommangel nun, indem Sie gebetsmühlenartig Wasserstoff rauf und runter predigen und haben 40 Millionen Euro an Steuergeld im Einzelplan 08 unter der Titelgruppe 75 veranschlagt. Ihr Plan ist es, dass man die Stromspitzen durch wetterabhängige Energien dafür nutzt, um Wasserstoff herzustellen, um es bei Dunkelflauten, sprich kein Wind und keine Sonne, dann zur Energiegewinnung nutzen zu können. Doch jetzt kommt der Clou. Schleswig-Holstein hat durch Bundesmittel 36 Millionen Euro an Steuergeld zum Bau eines Wasserstoffelektrolyseurs erhalten, davon etwa 1 Million Euro für Machbarkeitsstudien und sonstige Gehälter ausgegeben, nur um dann am Ende festzustellen, dass es nicht wirtschaftlich sei. 1 Million Euro an Steuergeld, um Ihnen mitzuteilen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Wir hätten es Ihnen auch gratis gesagt. Bei der Produktion von Wasserstoff gehen nämlich 60% der zugeführten Energie verloren. Was versuchen Sie hier eigentlich? Ein weiterer Punkt: In Ihrem Haushalt sind 10,15 Millionen Euro Steuergeld für die Anschaffung von E-Autos. Das sind unserer Meinung nach 10,15 Millionen zu viel. In 5 Jahren sollen insgesamt 50 Millionen Euro bereitgestellt werden. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass dies Steuergelder sind. Autos sollen funktionieren, vor allem im Winter, und sie sollen langlebig sein. Und vielleicht merken Sie sich einfach folgenden Satz:
geben Sie jeden Euro an Steuergeld nur so aus, als hätten Sie sich diesen einen Euro selber mühselig erarbeitet. Und natürlich begründen Sie Ihr Fehlkonzept wieder mit CO2-Neutralität. Der IPCC, der von Ihnen fälschlicherweise als Weltklimarat bezeichnet wird, schreibt in seinem Assessment Report 3, dem Sachstandsbericht 3 von 2001 auf Seite 137, dass der CO2-Gehalt in der Luft 600 plus minus 400 Jahre nach einem globalen Temperaturanstieg mitsteigt. 600 plus minus 400 Jahre danach. Es gibt also keinen CO2-bedingten Klimawandel, sondern einen klimabedingten CO2-Wandel. Es steht sogar in Ihrer Bibel. Und die Erklärung folgt im vierten Sachstandsbericht des IPCC aus dem Jahr 2007 auf Seite 446. Dort steht, dass CO2 sich in kühlen Ozeanen besser löst, sprich besser aufgenommen wird, als in warmen Ozeanen. Steigt die globale Temperatur, erwärmen sich die Ozeane und CO2 wird an die Luft abgegeben. Der CO2-Gehalt in der Luft steigt. Sinkt die globale Temperatur, kühlen die Ozeane ab und CO2 wird über die Ozeanoberfläche aufgenommen und der CO2-Gehalt in der Luft sinkt. Meine Damen und Herren, Ihre CO2-Hysterie ist hiermit beendet. Sie können jetzt wieder beruhigt schlafen. Und falls Sie Angst haben vor CO2 im Wasser, dann schlagen Sie doch mal im Lexikon nach Phytoplankton nach. PHY. Phytoplankton ist für 70-80% des Sauerstoffgehaltes in der Luft verantwortlich. Pflanzen an der Oberfläche sorgen für nicht mal ein Drittel der Luft, des Sauerstoffs in der Luft. Zum Wohnraummangel wollen Sie die Landeswohnungsgesellschaft gründen. Ausgestattet mit 100 Millionen Euro an Steuergeld. In Ihrem Koalitionsvertrag, Herr Tonnisch, versprechen Sie noch 100.000 neue Sozialwohnungen. Und 100.000 neue Sozialwohnungen. Minister Lies spricht nun von 10.000 Wohnungen in 10 Jahren. Meine Damen und Herren, Sie haben damit Ihre Glaubwürdigkeit komplett verspielt, wenn Sie denn je eine hatten. Und dass die Landeswohnungsgesellschaft in einer Hochinflationsphase, in der wir uns aktuell befinden, zu viel zu überteuerten Preisen bauen und sanieren und damit Steuergelder verschwenden wird, hört man auch nicht von Ihnen. Und nun liegt noch immer, mehr oder minder, im Bund eine Verfassungskrise vor, die dazu geführt hat, dass es mehr oder weniger keinen Haushalt auf Bundesebene gibt oder doch und wer weiß, was sich in der neuen Wundertüte so versteckt. Und wissen Sie eigentlich, was der Unterschied zwischen Ihnen allen, vielleicht nicht Ihnen als Einzelperson, aber den Parteien, den Konstrukten, hinter denen Sie stehen, was der Unterschied zwischen Ihnen und der AfD ist? Sie verstoßen wirklich gegen das Grundgesetz. Der Klima- und Transformationsfonds beinhaltete, ich zähle kurz auf, 18,9 Milliarden Euro für Gebäudesanierung und Neubau, 12,6 Milliarden Euro für wetterabhängige Energien, 4,7 Milliarden Euro für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur, 4 Milliarden Euro für die Eisenbahninfrastruktur und bis 2027 sogar 12,5 Milliarden Euro, 3,8 Milliarden Euro für die Wasserstoffindustrie. Was glauben Sie, was die Unklarheit über diese Summen für Auswirkungen auf Niedersachsen haben wird? Sie hüllen sich bis jetzt in Schweigen. Und meine Damen und Herren, düstere Zeiten kommen auf die Bürger Niedersachsens und Deutschlands zu und Sie sind schuld daran. Danke sehr. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren und Herr Minister Lies, ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon ein Jahr. Ich habe ja schon einige Reden von Ihnen gehört und die sind auch wirklich immer bunt geschmückt mit wir müssen, wir sollten, die große Aufgabe wird sein etc. Und Sie meinten ja auch, die Zahlen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist gestiegen, aber das Bruttoinlandsprodukt, das ist jetzt meine Information an Sie, falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, das Bruttoinlandsprodukt ist gesunken. Volkswirtschaftlich bedeutet das, dass die Produktivität gesunken ist. Und weiter, noch weitere Daten aus der oder offizielle Daten, die Zahl der offenen Stellen ist ja auch wiederum gesunken von über 800.000 auf etwa 700.000. Das heißt, die Unternehmen fragen weniger nach, dass die Zeit jetzt hier gerade abläuft. Das ist alles klar, okay. Das heißt, dass die Unternehmen auch weniger nach Arbeitnehmern nachfragen. Und weitere Fundamentaldaten aus dem Baugewerbe, 30-50% Einbruch bei den Baugenehmigungen. Aus der Chemieindustrie, laut der VCI, -14% Branchenumsatz. Dann Maschinenbauaufträge laut VDMA, -8% bis 10% gegenüber letztem Jahr. Laut dem IFO-Institut vom 4. Dezember haben auch Unternehmen ihre Investitionsvorhaben gekürzt. Die Lösungen sind doch ganz einfach. Fahren Sie die Kraftwerke hoch, senken Sie die Energiepreise, lassen Sie die ganze Bürokratie von der EU. Beenden Sie das. So einfach ist es. Die EU
Herr Bajos, die EU tut Deutschland nicht gut. Abgesehen davon ist die EU sowieso ein antidemokratisches Monster. Was läuft denn im EU-Parlament? Dort herrscht das Mehrheitsprinzip. Das Mehrheitsprinzip, das heißt Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Polen können sich zusammenstellen und dann über Deutschland regieren. Und dann herrscht, ist das damit demokratisch? Haben Sie Wahlrecht in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal? Ich nicht, Sie nicht. Das ist nicht demokratisch. Es gibt auch keine Grautöne zwischen demokratisch oder nicht. Entweder ist etwas demokratisch oder es ist nicht demokratisch. Halbschwanger gibt es auch nicht. Danke. Moment, ich kam gerade nicht dazwischen. Es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage von der Kollegin Schröder-Köpf. Oh, lassen Sie bitte die Zwischenfrage zu. Hi, gern. Frau Schröder-Köpf, Sie haben das Wort. Ja, vor dem Hintergrund, dass Sie sich zur EU jetzt so kritisch geäußert haben, haben Sie Kenntnis, wie sich die Wirtschaft in Großbritannien nach dem Brexit entwickelt hat? Vielen Dank für die Frage und das ist wirklich eine konstruktive Frage. Ich sage Ihnen, was die Briten falsch gemacht haben. Sie haben nämlich nach 2016, nach dem Brexit, einfach nichts getan und 2 Jahre gewartet und sich dann gewundert, oh, wir haben gar keine Handelsverträge. Das war das Problem. Sie haben nichts getan. Und natürlich können wir nicht einfach so nachlässig handeln und sagen, oh, wir müssen aus der EU raus und so weiter. Wir sind ja nicht gegen die EU per se, sondern nur gegen dieses politische Konstrukt. Die Wirtschaftsunion, die Zollunion. Ah, ist Ihnen das jetzt auch aufgefallen? Guten Morgen. Am Ende des Jahres haben Sie noch wenigstens ein Erfolgserlebnis gehabt. Danke für diesen Aha-Effekt. Also, die politische EU ist nicht gut für Deutschland. Die Wirtschaftsunion, die Zollunion, die Reisefreiheit, die hatten wir ja schon vorher in der EWG. Warum jetzt plötzlich sich uns von Brüssel heraus regieren lassen? Es ist nicht demokratisch. Wer hat eigentlich die EU-Kommission gewählt? Sie nicht, ich nicht, niemand. Wer hat eigentlich Ursula von der Leyen an diesem Platz gewählt? Sie nicht, ich nicht, niemand. Und das aus Brüssel, aus der EU-Kommission, irgendwelche EU-Bürokraten, ungewählt, unkontrolliert, unantastbar über Deutschland regieren, das geht nicht. Vielen lieben Dank.